Hey, ich bin Jim von Support und heute zeigen wir euch, wie ihr Einstellungen ändert beim Wacom Bamboo Pen & Touch. Dafür habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr nutzt das mitgelieferte Dock, Bamboo Dock, indem ihr einfach mal das Dock nochmal öffnet. Ganz genau, es öffnet sich sehr schnell. Und dann haben wir hier oben, genau, Bamboo Einstellungen. Da klickt ihr einmal rauf. Wenn ihr auf mein Tablet geht, das sind erstmal die allgemeinen Einstellungen zum Dock. Wenn ihr auf mein Tablet geht, und dann auf Stift-Tablet Eigenschaften. Das sind die Eigenschaften für euer Tablet. Die zweite Variante wäre, ihr klickt auf Start, alle Programme, sucht aus den Programmen das Bamboo heraus und geht dann auf die Voreinstellungen. Machen wir hier einmal auf Abbrechen und dann kann man das auch gleich sehen. Alle, Bamboo und die Voreinstellungen. Und da sind sie wieder. Genau. Was könnt ihr hier tun? Ihr habt die Möglichkeit, nochmal, wenn ihr bei der Installation einen Fehler gemacht könnt ihr hier ändern, zum Beispiel, dass ihr vielleicht doch nicht Linkshänder seid, sondern Rechtshänder. Das könnt ihr hier dann direkt mit einem Klick ändern. Das macht sich so bemerkbar, dass man dann das Tablet einfach umdreht. Und dann ist man zum Beispiel Rechtshänder, ist es in diese Richtung besser geeignet und für den Linkshänder in die andere Richtung. Und deswegen gibt es diese zwei verschiedene Arten von, mit dem Linkshänder und dem Rechtshänder. Ihr habt noch die Möglichkeit, die Express Keys zu ändern. Das sind die Buttons, die ganz links am Bamboo angebracht sind. Das sind insgesamt vier Buttons. Seht ihr nochmal hier. Die könnt ihr ändern oder ihr könnt dazu auch Programme verbinden. Das heißt, dann würde bei einem Klick darauf ein Programm starten. Oder jetzt ist im Moment Touch an oder aus, das heißt, wenn ihr einmal auf Touch an oder aus klickt, dann funktioniert halt der Touch nicht mehr. Und wenn ihr nochmal raufklickt, dann geht's wieder. Wie gesagt, da haben wir noch einen Button für Bamboo Dock, das kann man alles ändern, frei definierbar, Programme, Rechtsklicks oder Tastatur und Mauseingaben, kann man hier alles einstellen. Weiter geht's zum Stift. Hier könnt ihr Einstellungen zum Radierer Empfindlichkeit, also einzelne Fragmente oder Teile vom Stift könnt ihr hier selber nachbelegen. Wie die Stifttasten könnt ihr auch wieder frei belegen, das heißt oder deaktivieren und eine Anwendung damit starten oder umschalten zwischen Anwendungen, öffnen, schließen, ausführen und noch vieles mehr. Einfach mal durchschauen, also wenn ihr dort besondere Sachen machen möchtet, könnt ihr sie hier einstellen. Dasselbe gilt auch für die zweite Taste beim Stift. Hier unten könnt ihr einstellen, wie empfindlich die Stiftspitze sein soll. Das heißt, wenn ihr sie hochdreht, ist sie so wie ein harter Stift und nach links ist mehr ein weicher Stift. Wie natürlich wieder, wie ihr das gewohnt seid oder wie ihr das am liebsten habt, könnt ihr das hier einstellen. Weiter geht es hier rechts oben zum Modus, da könnt ihr sagen, ob der Stift als Maus verwendet werden soll oder als Stift. Das könnt ihr dann hier auswählen. Dazu könnt ihr noch, wenn ihr in die Projektion reingeht, sagen, welcher Bereich auf des Tablets projiziert wird. Das heißt, wenn ihr mehrere Bildschirme habt, wie wir, habt ihr hier alle Bildschirme projizieren. Das heißt, er würde jetzt die beiden hier auf das Tablet oder auf diese kleine Fläche hier projizieren. Was bedeutet, dass wenn ihr hier nach oben links klickt, landet ihr irgendwo hier hinten. Wenn ihr ganz rechts klickt, landet ihr irgendwo hier rechts. Weiter geht es auch wenn ihr sagt, ihr möchtet nur einen Bildschirm haben. Wenn ihr nur einen Bildschirm habt, könnt ihr hier sogar auswählen, welchen Bildschirm ihr haben möchtet. Teil könnt ihr sagen, ich möchte nur einen Teil von einem Bildschirm oder alles vom Bildschirm, dann könnt ihr nochmal bei den Einstellungen gehen und dann könnt ihr genau sagen, welchen Teil ihr projiziert haben möchtet. Das könnt ihr auch manuell machen, indem ihr einfach draufklickt und jetzt ganz manuell den Bereich hier reinklickt und schon hat er den Bereich hier markiert. Wenn ihr jetzt auf OK klickt, wird nur dieser Bereich auf dem Wacom projiziert. Wir lassen es auf alle Bildschirme. Skalierung, da könnt ihr nochmal die Proportionen erzwingen lassen. Dann haben wir noch den Tablet-Bereich. Da könnt ihr definieren, wie groß der Bereich hier sein soll, projiziert wird. Im Moment ist es zwischen den Markern, die auf dem Tablet drauf sind. Aber ihr könnt auf Teil klicken zum Beispiel.
Kommt auf Einstellungen und dann könnt ihr einen eigenen Bereich wählen. Das ist jetzt mal der ganze Bereich, ihr könnt ihn verkleinern und verschieben. Das heißt, ihr könnt nur in der Mitte malen zum Beispiel oder noch viel, viel kleiner machen. Das heißt, nur in diesem Bereich greift der Touch oder das Tablet auf Eingaben an. Nur in diesem Bereich greift er auf Eingaben zu und das heißt dann, wie gesagt, wenn ihr jetzt hier außen irgendwo hinklickt, passiert nichts, nur wenn ihr reinklickt, passiert etwas. Abbrechen. Machen wir erstmal auf Standard lassen, klicken wir auf Abbrechen. Nächstes wäre der Mausmodus, wie gesagt, da können wir nochmal die Details reingehen, die Mausgeschwindigkeit, so wie bei ganz normalen Mauseingaben einstellen. Also die Mausbeschleunigung und die Mausgeschwindigkeit. Das wäre erstmal auf Standard alles. Abbrechen. Hier könnt ihr nochmal den Doppelklickabstand, also eigentlich den wie schnell er darauf reagieren muss, wenn ihr einen Doppelklick machen möchtet. Das kann man meistens auch bei den Mäusen machen. Das heißt, wenn ihr langsam klickt oder wenn ihr langsam klicken möchtet, könnt ihr einfach ein bisschen kleiner machen den Abstand. Ja, größer machen den Abstand. Das heißt, dann reagiert ihr auch ein bisschen, auch bei längeren Abständen von Doppelklicks. Wenn wir weitergehen, wir haben noch erweitert. Hier könnt ihr noch die Seitentastenmodus im Seitentastenmodus aktivieren und Einstellungen zum Seitentastenmodus ändern oder verbessern. Nochmal zurückgehen. Dann haben wir hier die Touch-Option noch. Hier könnt ihr einstellen, ob die Touch-Eingabe überhaupt aktiviert sein soll. Das heißt, mit dem Finger hier rüberwischen und Funktion auslösen. Könnt ihr natürlich die Zeigergeschwindigkeit einstellen, die Zeigerbeschleunigung, die Doppel-Tipp-Geschwindigkeit. Das ist eigentlich ähnlich wie ein Touchpad. Die Scroll-Geschwindigkeit, wenn ihr mal mit zwei Fingern, drei Fingern, vier Fingern arbeitet. Genau wie ein Standard-Touchpad beim Notebook zum Beispiel. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Touch-Funktionen einzustellen. Das sind die Funktionen, die passieren, wenn man mit einem Finger drauf geht. Ihr seht hier ein kleines Zeichen hier rechts. Das sind diese Einfinger-Tasten, das sind alle Touch-Funktionen, jetzt mal aus, ich mache wieder ein. Ihr seht hier genau, was passiert, wenn man mit einem Finger drüber geht, wenn man mit zwei Fingern drüber geht, wenn man mit drei Fingern drüber geht. Und wenn man mit vier Fingern rüber geht. Und ihr könnt natürlich dann auch die Richtungen anpassen. Ihr seht hier, dann zeigt er euch auch, was da passiert, wenn ihr mit zwei Fingern einfach mal wischt. Genau. Weiter geht's zum Pop-Up-Menü. Das Pop-Up-Menü hilft euch, um schnell Eingaben zu machen oder zum Beispiel die Schriftgröße zu verändern oder Größe von... Ja, oder wir haben verschiedene Stiftarten zu wechseln oder Programme zu öffnen. Ihr seht hier, ihr könnt ein paar Sachen dazu viel öffnen oder ausführen, Stiftmodus, Mausmodus, ihr könnt da Sachen einstellen. Das heißt, mit diesem Pop-Up-Menü geht es einfach schneller, Sachen zu ändern oder vielleicht auch Programme zu öffnen. Hier könnt ihr dann auswählen, welche Programme ihr hinzufügen möchtet und oder welche Funktionen ihr hinzufügen möchtet. Das heißt, wenn ihr dann das Pop-Up-Menü nutzt, kommt ihr ganz schnell zu eurer Funktion. Genau, das war es jetzt mal zu den Einstellungen. Wir gehen nochmal zurück, also das heißt dann einfach auf X klicken, wenn ihr fertig seid. Und dann könnt ihr das hier auch schließen. Und das war es mal zu den Einstellungen vom Bamboo von Wacom. Wenn ihr noch mehr darüber wissen möchtet, schaut einfach in unserem Kanal nach. Wir haben noch viel mehr Videos zum Wacom Bamboo Pen & Touch. Also wir haben nochmal getestet, wie das Ganze funktioniert mit der Arbeit mit Photoshop. Wir haben ein Unboxing dazu gemacht. Wir haben dazu noch allgemeine Features und den Bamboo Dock mal unter die Lupe genommen. Einfach nochmal in unserem Kanal nachschauen, wie das Bamboo so läuft. Vielleicht ist es gerade interessant für euch geworden oder vielleicht habt ihr schon noch ein bisschen Informationen. Ich wünsche euch mal viel Spaß und sage mal ciao.